Hey, wie cool, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Ganz egal, ob du gerade den Gottesdienst feierst, mit Maske oder ohne Maske, völlig egal, du kannst Gott erleben, du kannst Gott begegnen und ihn erheben an diesem Sonntag, weil Gott schaut nicht auf Äußerlichkeiten, sondern er schaut auf unser Herz. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, leg deine inneren Masken ab. Ja, du darfst so kommen, wir dürfen so kommen zu Gott, so wie wir sind, ohne irgendwelche Schamgefühle, ohne irgendwelche Hindernisse, ohne uns zu verstellen, ohne frommes Gehabe. Wir dürfen einfach so sein, wie wir sind. Auch alle inneren Blockaden, die du vielleicht mitgebracht hast, du darfst sie jetzt ablegen. Ja, irgendwelche Vorbehalte, Ängste, aber auch Stolz, Überheblichkeit, was wir so manchmal mitbringen, leg es einfach ab, damit Gott dir begegnen kann, damit du Gott erleben kannst. Aber das ist so schön, hey, wenn wir die Hände heben, das machen wir auch im Lobpreis, als Zeichen und Ausdruck davon, von Hingabe, von Abhängigkeit und von Offenheit. Ja, wir sagen, Jesus, wir kommen, wie wir sind, wir wollen dir begegnen, wir brauchen dich, wir lieben dich und wir kommen mit einem offenen Herzen. Und deswegen lasst uns Masken ablegen und Gott anbeten. Down every wall, we watch the giants fall. Fear can
dich, Jesus. Du allein bist für dich. Lass zusammen singen. Sing ho. Lass uns zusammen singen. We praise you. Wir erheben dich. Du bist der, der auf dem Thron sitzt. Und zu dem Höchsten singen wir. Wir verehren dich. Wir preisen dich, Jesus. Unerkäuflich Gnade dir rettet. Niemand schenkt sie bis auf Gottes Sohn. Nicht verdienbar ist der Weg zum Vater, denn nur das Kreuz ebnet uns den Weg. Schaut auf zu dem Höchsten. Die Tore sind offen zu ihm. Ho, singt Halleluja. Unser Lob gebührt in meinem Sohn, Jesus. Unvergleichlich die Augen, die uns ansehen, offenbaren, wer wir wirklich sind. Was hält uns auf, den König zu begehen? Wenn wir hier vor ihm stehen.
Hey, so cool, was wir gerade gesungen haben, oder? Schaut auf zu dem Höchsten. Die Tore sind offen zu ihm. Ich finde, das ist so eine starke Message, so eine starke Botschaft. Hey, wenn wir unseren Blick heben, wenn wir zu Gott schauen, zu dem Höchsten, dann verändert sich was. Ich war neulich mit meiner Familie draußen unterwegs und plötzlich meint meine Tochter Mila, hey, der Himmel sieht so schön aus, die Wolken. Und wir haben nach oben geguckt und wirklich, es waren ganz viele kleine Wölkchen. Sie hat gesagt, das sieht aus wie kleine Wattebällchen. Und es stimmt, es war wunderschön. Und ich dachte bei mir so, warum schaue ich so selten in den Himmel hoch? Ja, warum nehme ich mir so selten Zeit? Und ich finde, das gilt auch so für unser geistliches Leben oder für unser Leben überhaupt. Wir sind so oft in unserem Hier und Jetzt, in unserem Alltag gefangen. Von den Sorgen, von dem Trubel, von dem Machen und Tun um uns herum. Aber manchmal vergessen wir den Blick nach oben. Schaut auf zu dem Höchsten, den Blick zu Gott, der über allem steht, der alles in der Hand hat, der die Kontrolle hat, der Höchste von allem ist. Und wir lesen in Jesaja 55, Vers 8 bis 9, dass Gottes Wege und Gottes Gedanken höher sind als unsere Wege und unsere Gedanken. Gott sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken, meine Wege als eure Gedanken. Und ich erlebe das, wenn ich mich freimache von dem, was um mich ist, wenn ich meinen Blick erhebe zu Gott, wenn ich ihn anrufe, wenn ich ihn anschaue, dann verändert er meine Perspektive, verändert meinen Blick und ich merke, ich werde plötzlich freier von Sorgen, freier von Ängsten. Er schenkt mir neue Kraft, neuen Frieden, neue Hoffnung, neue Zukunftsperspektive. Und von daher, hey komm, lass uns wirklich, ich spreche dir das so zu, schau auf zu dem Höchsten. Die Tore sind offen, wir können erleben, dass Gottes Arme offen sind für uns. Und wenn du gerade in so eine Situation bist, so einen Moment hast, wo du merkst, boah, ich brauche mal diesen Blick nach oben, diese Luft zum Atmen. Ich möchte gern konkret für dich
und deine Situation beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Höchste bist. Ich danke dir, dass du über allen Dingen stehst und dass du uns aufrufst und einlädst, zu dir zu kommen, zu dir zu schauen, unseren Blick zu erheben. Herr, wir dürfen dich anbeten, wir dürfen dich loben und rauskommen aus dem, was uns gefangen hält und manchmal auch so den Blick begrenzt. Und ich bete jetzt, dass du jeder Person begegnest, die diesen Gottesdienst schaut und die momentan genau das braucht. Dass du ihr hilfst, dass du ihr Glauben schenkst, dass du sie zu dir ziehst. Jesus, dass du Trost, dass du Kraft schenkst, dass du neuen Frieden schenkst, neu diesen Blick nach oben, diesen Blick nach vorne auch, über die jetzige Situation hinaus. Danke, dass du mit offenen Armen für uns da bist und uns annimmst, so wie wir sind. Amen. Amen. Hey, wir bieten dir auch persönliches Gebet an, in Form von einer Gebetshotline. Wir haben seit ein paar Wochen eine Gebetshotline. Du kannst einfach diese Nummer anrufen, 0911 988 10957. Sie wird auch gerade eingeblendet. Und wenn es jetzt zu schnell ging, dann kannst du auch einfach bei uns im Live-Chat nachfragen. Einfach während dem ganzen Gottesdienst für dich beten lassen. Wir sind für dich da und wir lieben es, einfach für dich beten zu dürfen. Unsere Vision als Kirche ist es wirklich, Menschen zu helfen, Menschen zu lieben, Menschen mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen. Ja, wir glauben, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann verändert sich alles und das ist unser Herzschlag. Wir leben dafür, wir glauben, dass Gottes Wunsch und Ziel es ist, dass alle Menschen ihn kennen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie einen Unterschied machen können im Leben von anderen. Und wenn du sagst, diese Vision, dieses Ziel, diesen Herzschlag möchte ich gerne unterstützen, auch durch Finanzen, dann darfst du das jetzt tun. Ja, wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und es ist komplett freiwillig. Freikirche, ja, das ist komplett freiwillig, keiner muss was geben, aber jeder, der möchte, darf gerne. Und es gibt so viele auch in der Ecclesia, die diese Kirche ihr geistliches Zuhause nennen und regelmäßig geben. Sei es durch einen monatlichen Dauerauftrag oder ganz praktisch kannst du es jetzt auch machen, nicht durch einen Kollektenbehälter wie normalerweise sonntags, sondern zum Beispiel durch PayPal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die kannst du unter dem Geben-Button finden und dann einfach. Wie gesagt, wenn du möchtest, es ist total freiwillig, aber wenn du sagst, in dieser Kirche, in diesem Gottesdienst, in diesem Gemeindeleben geht mein Herz auf, dann darfst du auch gerne deine Hand aufmachen. Und das ist komplett freiwillig. Ich bin so dankbar für viele Leute, alle Ekklesianer, die sich regelmäßig hier einbringen, sei es mit ihrer Zeit, in Beziehungen sich investieren, mit ihren Fähigkeiten, aber eben auch mit Geld sich investieren. Vielen Dank dafür. Alles, was wir tun, ist nur möglich, weil ihr gebt. Und wir wollen jetzt noch ein paar News anschauen und dann hören wir die Predigt. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Mary und als Teil des Creative Teams darf ich dir noch ein paar wichtige Infos mitgeben. Wenn du noch neu bist und mit der Zeit Lust bekommen hast, dich bei uns mit deinen Fähigkeiten einzubringen oder du einfach mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann bist du herzlich zu unserem vierteiligen Kurs Next Steps eingeladen. Der findet jeden Sonntag über einen Livestream um 13 Uhr und nochmal um 18 Uhr statt. Du kannst dich einfach unter nxs.ecclesia.church reinklicken und dabei sein. Am kommenden Mittwoch, dem 1. Juli, feiern wir wieder unseren ersten Mittwochsgottesdienst. Und der wird mega special. Ich freue mich total drauf, denn das Momentum College hostet ihn. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass es einiges Cooles und Kreatives zu sehen geben wird. Also schalt mit ein, kommenden Mittwoch um 19 Uhr hier im Livestream. Jeden Freitag hast du auch die Möglichkeit, in den Tag mit Gebet und Gemeinschaft mit anderen zu starten und das nicht mehr nur virtuell. Pray First findet ab sofort auch wieder live und in Farbe, freitagmorgens von 6 Uhr bis 7 Uhr statt. Wichtig ist, dass du dich vorher online dafür anmeldest. Ansonsten kannst du natürlich auch weiterhin über den Livestream mitbeten. Als Ecclesia Church wollen wir eine Kirche sein, die den Menschen in unseren Städten dient. Und das wollen wir am 11. Juli zusammen am Surf Day tun. Also zück jetzt direkt mal deinen Kalender, schreib dir den 11. Juli auf und notier dir die nächsten Infos mit, denn das sind einige viele. Am Surf Day wollen wir auf ganz praktische Art und Weise den Menschen sagen, dass Gott sie liebt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du dich einbringen kannst. Egal, ob du gemeinsam mit deiner kleinen Gruppe Blumen verschenkst, die Fenster in deiner Nachbarschaft putzt oder Fahrräder reparierst, sei kreativ und starte mit deinen Freunden, deinem Team oder deiner Kleingruppe ein ganz eigenes Projekt. Und wenn du dich bei einem bestehenden Projekt anschließen willst, dann klick dich auf der Homepage durch.
Dort findest du unter anderem einen Flyer, welchen du in deiner Nachbarschaft verteilen kannst, um unsere Lebensmittelsammelaktion zu unterstützen. Die gespendeten Lebensmittel werden wir dann an soziale Einrichtungen weitergeben. Wenn du am Surf Day selbst keine Zeit hast, dabei zu sein, dann kannst du den Menschen um dich herum dadurch eine Freude machen, indem du Karten schreibst, Geschenke bastelst und kleine Freuden vorbereitest, die dann am Surf Day in Krankenhäusern, Altenheimen oder an Bedürftige verteilt werden können. Wir sind davon überzeugt, dass du Nöte in deiner Stadt siehst, die vielleicht niemand sonst sieht, und möchten dich ermutigen, am Surf Day die Gelegenheit zu nutzen, anderen Menschen von Jesus und seiner Liebe ganz praktisch zu erzählen. Denn schon ein paar Worte können das Leben von Menschen für immer verändern. Weil dieses Jahr die Organisation etwas anders abläuft, ist es richtig wichtig, dass du dein Projekt und dich beim Surf Day anmeldest. Jetzt zück auf jeden Fall dein Handy und lad dir direkt die Surf-App runter. Eine genaue Anleitung findest du online auf unserer Homepage unter ecclesia.church/surf. Dort findest du mehr Infos zur App, Ideen für den Surf Day, alle Regelungen, wie du Projekte starten kannst oder einfach mitmachen kannst und natürlich auch einen Weg, wie du deine Geschichte vom Surf Day mit uns allen teilen kannst. Also schau auf die Homepage und lad dir unbedingt die Surf-App runter. Wir freuen uns mega auf dich und auf den Surf Day. Wenn du uns als Gemeinde und das, was wir tun, finanziell unterstützen willst, dann kannst du das unkompliziert über PayPal oder Banküberweisung machen. Den dazugehörigen Geben-Button findest du hier auf dieser Seite. Aber am allerwichtigsten ist, dass du diesen Gottesdienst und die Predigt jetzt richtig genießt. Deswegen viel Spaß und einen entspannten Sonntag. Hey, ganz, ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Hey, ob du Teil bist unserer Kirche oder zum allerersten Mal dabei bist, ich heiße dich mal ganz, ganz herzlich willkommen und ich freue mich so, so sehr, zu dir sprechen zu dürfen. Danke, dass du im Gottesdienst mit dabei bist. Danke, dass du zuschaust. Unsere Hoffnung ist es immer, wie jeden Sonntag, dass du durch die Gottesdienste wirklich Gott kennenlernst, tiefer kennenlernst und auch wirklich Jesus ganz persönlich erlebst. Egal, wo du gerade bist, ob im Wohnzimmer, unterwegs, im Auto, unser Wunsch ist, dass Gott so richtig erlebbar und erfahrbar wird für dich. Und ich freue mich so sehr, einfach diese Zeit jetzt zu haben. Hey, wir haben ein neues Stage-Design hier vorne. Wie findet ihr es? Ich finde es Hammer. Und bin Gott so dankbar für unser Dream Team und all die Leute, die all das möglich machen, Sonntag für Sonntag den Gottesdienst aufbereiten. Und ich feiere auch unsere ganzen Kleingruppenleiter und Kleingruppen, die sich unter der Woche treffen. Und ich liebe einfach unser Dream Team und bin so stolz auf jeden einzelnen von euch. Gott segne euch von ganzem Herzen. Ich habe heute echt eine Botschaft von Gott aufs Herz bekommen und ich habe dieser Botschaft mal den Titel gegeben, Geist getauft, okay? Sag mal, Geist getauft, okay? Hey, wenn du gerade dabei bist, ey, vielleicht, es gibt so ein Feuer-Emoji, das kannst du gleich mal posten, das kannst du gleich mal in den Chatverlauf schreiben, weil es geht um das Feuer des Heiligen Geistes, es geht um die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn mich jemand fragt als Pastor, hey, was wünschst du dir so sehr für die Menschen in der Ecclesia Church und all die Leute, die zuhören und Jesus kennen, dann muss ich sagen, hey, ich wünsche mir so sehr, dass jeder einzelne von ihnen geistgetauft ist, geisterfüllt ist, geistgeleitet ist, nenn es, wie du möchtest. Und ich glaube, dass sich der Vater im Himmel danach sehnt, dass wir seinen guten Geist immer besser und immer tiefer kennenlernen und ihn auch wirklich wirken lassen an unserem Herzen, okay? Also lass uns heute direkt einsteigen in diese Botschaft. Ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel Gutes vorbereitet hat für dich. Wenn es dir möglich ist, hol dir was zum Schreiben, schreib die Dinge auf, die ich heute sage, weil ich glaube, es wird ein ganz großer Segen für dich sein. Ich,
ich möchte gleich sagen, es wird heute etwas lehrhafter als sonst, okay? Es ist so ein bisschen so eine kleine Mini-Bibelschule heute, okay? An alle unsere Momentum-College-Studenten. Hey, wir lieben euch. Ihr seid das gewohnt, aber hey, der Rest, heute wird's heute viele Bibelstellen und wir wollen wirklich uns Gottes Wort anschauen und uns die Stellen anschauen, wo Gott Menschen getauft und erfüllt hat mit seinem Geist. Und ich möchte gleich das vorwegnehmen, er möchte es immer noch tun. Gott, der Vater, möchte immer noch seinen Geist ausgießen über all die Menschen, die sich nach ihm ausstrecken. Und unser Herz, mein Herz ist es, dass du genau das erlebst, dass du den guten Heiligen Geist erlebst. Und bevor wir aber einsteigen, möchte ich dir sagen, dass es momentan in dem Leben unserer Church ganz viele wunderbare Dinge gibt, die abgehen, okay? Und eine Sache, die ganz wichtig ist, ist der Surf Day am 11. Juli, okay? Der Surf Day am 11. Juli. Und ich lade dich echt nochmal so ein, dieser Samstag, 11. Juli, der kommt schneller als du denkst. Markierst dir in deinem Kalender und sei mit dabei, denn wir wollen als Kirche rausgehen, wo die Menschen sind und wir wollen ihnen dienen, wir wollen sie lieben, wir wollen ihnen von Jesus erzählen und jede Kleingruppe ist am Start, ihr ganzen Kleingruppenleiter, hey, wir wollen uns gemeinsam einfach Projekte überlegen und wirklich einen Unterschied machen in unseren Städten, in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach oder wo auch immer du zu Hause bist. Wir wollen an diesem Tag echt rausgehen und Menschen praktisch dienen und ihnen dadurch die Liebe Gottes zeigen, okay? Du findest mehr dazu auf unserer Homepage, ecclesia.church, und du kannst dir alle Details und alles genau anschauen, was wir am Surf Day tun und wie du ganz praktisch Teil werden kannst an diesem Tag von dem, was Gott durch uns als Kirche tun möchte, okay? Also du bist ganz, ganz herzlich eingeladen. Hey, und jetzt hol mal was zu schreiben raus. Wir reden über dieses Thema Geist getauft, okay? Und viele Christen, sie wissen etwas anzufangen mit dem Vater und mit dem Sohn, aber oft, ja, sind sie so in Unwissenheit über den Heiligen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einmal im Jahr diese Serie haben, wie momentan Touch of Heaven, wo wir uns ganz, ja, ganz besonders mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen und wirklich schauen wollen in der Bibel, was sagt das Wort Gottes über den Heiligen Geist? Weil ich möchte dir gleich sagen, der Heilige Geist, er ist Gott. Der Heilige Geist, er ist eine Person. Der Heilige Geist, er möchte in deinem Leben, er möchte dein Beistand sein, er möchte dein Ratgeber sein, er möchte dein Helfer sein, er möchte dein Kettenzerbrecher sein, er möchte dein Wegbereiter sein. Der Heilige Geist, er möchte die Meere vor dir teilen. Er möchte Wunder tun in deinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, weil der Heilige Geist, er ist Gott auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist es, der hier ist. Er kam zu Pfingsten und er hat seitdem diese Erde nicht verlassen, okay? Und der Heilige Geist ist es, der all das erfahrbar macht in unserem Leben an Übernatürlichen, was wir so sehr brauchen. Denn wir haben eine übernatürliche Rettung erlebt. Jesus hat uns verändert und wir wollen jetzt nicht einfach natürlich weitermachen aus unserer Kraft heraus. Nein, sondern wir wollen ein übernatürliches Christsein leben, welches einen Unterschied macht in dieser Welt. Und das ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wird Christsein sehr schnell zu einer Tradition, zu ein paar Regeln und Gesetze, die wir versuchen einzuhalten. Und es wird sehr schnell sehr leblos. Aber wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, hey, da wird Christsein attraktiv, abenteuerlich, powerful, und wir dürfen wirklich erleben, was die Bibel sagt, dass Gott durch uns eine Welt verändern möchte. Und ich bitte dich mal, die Bibel aufzuschlagen. Wir schauen uns mal 1. Korinther 12, Vers 13 an. 1. Korinther 12, Vers 13. Dort schreibt Paulus: Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Okay, und was er hier sagt ist, hey, der Heilige Geist, mit Geist ist der Heilige Geist gemeint, hey, der Heilige Geist, er tut etwas, er tauft uns in den Leib Jesu. Und was Paulus meint ist, es ist der Heilige Geist, der uns bekehrt. Es ist der Heilige Geist, der dich zu einem Christen macht. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Er ist es, der uns überführt von Sünde. Er ist es, der Jesus groß macht. Er ist es, der unsere Augen öffnet, damit wir überhaupt das Werk des Kreuzes erkennen. Und er ist es, der uns zu Jesus führt. Okay? Und Paulus sagt hier, es ist der Heilige Geist.
der dich tauft in Jesus hinein. Okay, und dann sagt er weiter, und es, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie oder Franken oder wer auch immer, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Okay, und das ist stark, denn gleich hier sehen wir bei in 1. Korinther 12, Vers 13, was Gott tun möchte. Er möchte uns tränken in seinem Geist und uns verändern. Und das möchte Gott tun in deinem Leben, okay? Er möchte dich berühren und dich neu machen. Und dieses Werk der Bekehrung, dieses Werk der Errettung, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und das möchte Gott tun. Die Bibel sagt, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich glaube, dass die Bibel uns drei Dinge aufzeigt. Und ich bitte dich so, dass du diese drei Dinge aufschreibst. Denn Gott möchte drei Dinge tun in dem Leben eines jeden Christen. Ehrlich gesagt, in dem Leben eines jeden Menschen. Gott möchte drei Dinge tun. Und ich möchte mal diese drei Dinge aufzeigen, weil sie offenbaren uns den Willen Gottes für unser Leben. Okay, drei Dinge. Das allererste ist, Gott möchte Errettung. Gott möchte Errettung, und das ist das, was wir gerade gelesen haben in 1. Korinther 12, Vers 13. Der Heilige Geist ist es, der uns tauft in den Leib Jesu. Er ist es, der uns bekehrt. Aber bei dieser geistlichen Reise, bei diesem ersten Schritt der Errettung, da geht es überhaupt erst los. Okay, nach Errettung kommt kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Es gibt noch einen zweiten und einen dritten Schritt, den Gott mit uns gehen möchte. Das zweite, was Gott tun möchte in unserem Leben ist, ich habe das einfach mal Wasser genannt. Und was ich damit meine ist die Taufe, die Wassertaufe, die Glaubenstaufe. Und ein Jünger tauft dich im Wasser. Also das erste ist Errettung, der Heilige Geist tauft dich in Jesus. Und das zweite ist, ein Jünger tauft dich im Wasser. Und das ist das, was wir in Matthäus 28 lesen, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, hey, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay, hey, ein Jünger tauft dich im Wasser. Und das ist interessant, denn die Bibel sagt, ein Jünger, okay, es muss kein Pastor sein, es muss kein Priester sein, du brauchst dafür keine Ordination oder keine besondere theologische Urkunde, sondern jeder Jünger Jesu ist dazu berufen, zu taufen. Und hey, wenn du getauft bist, das ist der Hammer, das ist ein ganz wichtiger geistlicher Schritt in unserem Leben. Und wenn du errettet bist, aber noch nicht Wasser getauft bist, hey, womöglich möchte Gott durch diese Predigt zu dir sprechen und sagen, hey, geh diesen zweiten Schritt, lass dich taufen. Und dann kommt ein dritter Schritt und der ist ganz wichtig. Ich habe ihn Geist genannt. Okay, der erste Punkt ist Errettung, zweite Punkt ist Wasser. Und der dritte Punkt ist Geist. Jesus tauft dich in den Heiligen Geist. Jesus tauft dich in den Heiligen Geist. Nun, warum es mir ja so wichtig ist, mit euch darüber zu reden, über Errettung, über Wasser und über diese Geistestaufe, ist, weil ich möchte, dass wir die Unterschiede sehen zwischen Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3. Weil Punkt 1 und Punkt 3 ist nicht dasselbe, okay? Sondern die sind klar voneinander zu unterscheiden. Unsere Errettung ist nicht unsere Geistestaufe und unsere Geistestaufe ist nicht unsere Errettung, sondern es sind zwei voneinander zu unterscheidende Ereignisse in dem Leben eines Christen. Ich glaube, dass die Errettung und die Geistestaufe zeitlich zusammenfallen kann. Ich glaube, dass es Menschen gibt, sie bekehren sich und sie erleben in dem Zuge ihrer Bekehrung ihre Geistestaufe. Aber theologisch sind die beiden Dinge klar voneinander zu unterscheiden. Denn die Bibel redet über Errettung, aber sie redet genauso auch über die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist so mein Herz für diese Predigt, dass wir sehen, dass Gott mehr hat für seine Kinder. Jemand hat mal gesagt, es gibt nichts Schöneres als die Gotteskindschaft, aber Gott hat mehr für seine Kinder. Ey, come on, im Chatverlauf, mach mal irgendwas. Ja, es gibt diese Dynamitstangen oder irgendwas. Gott hat mehr für dich. Gott möchte dich erretten, aber
er möchte genauso auch, dass du einen Schritt tust und dich taufen lässt, aber er möchte dich auch erfüllen mit seinem Geist. Und die Bibel redet sehr viel über die Taufe im Heiligen Geist. Lass uns mal gemeinsam Matthäus 3, Vers 11 aufschlagen. In allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, reden diese Evangelisten über die Taufe im Heiligen Geist. Matthäus 3, Vers 11 steht: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Johannes der Täufer redet über Jesus. Und jetzt sagt er: Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und was Matthäus hier tut, ist, er sagt: Hey, Jesus wird etwas tun in eurem Leben. Er wird euch taufen mit, und die Präposition mit kann man auch mit in den übersetzen, in den Heiligen Geist. Er wird etwas tun, er wird euch in den Heiligen Geist taufen. Er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen, okay? Das ist ganz wichtig, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Matthäus 3, Vers 11 und 1. Korinther 12, Vers 13. 1. Korinther 12, Vers 13 ist die Errettung. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Aber Matthäus 3, Vers 11 ist das, was Jesus tut. Errettung ist, der Heilige Geist tauft dich in Jesus. Aber die Geistestaufe ist, Jesus tauft dich in seinen Geist. Okay, und das ist ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht ein und dasselbe, denn das Subjekt ändert sich. Das eine Mal ist es der Heilige Geist, der etwas tut, und das andere Mal ist Jesus, der etwas tun möchte in dem Leben eines Gläubigen. Wir lesen es auch im Markus-Evangelium. Markus 1, Vers 8: Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Okay, das ist das, was Jesus tun wird. Er wird uns mit dem Heiligen Geist taufen. Im Lukas-Evangelium steht: Antwortete Johannes ein und sprach: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht würdig, ihn seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Hey, klarer geht's nicht, okay? Und jetzt noch einmal das Johannes-Evangelium. Dort sagt Johannes: Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und das ist stark, denn Johannes, er war im Jordan mit Jesus und er hat Jesus getauft und der Heilige Geist kam auf Jesus. Die Bibel sagt, wie eine Taube, okay? Es kam keine physische Taube, sondern der Geist Gottes kam wie eine Taube auf Jesus und er hat Jesus erfüllt. Jesus hat seine Geistestaufe erlebt. Jesus hat sich auch Wasser taufen lassen. Okay? Und das ist so stark, weil ich denke mir so: Hey Jesus, wenn du dich hast Wasser taufen lassen und wenn du dich hast Geist taufen lassen, dann möchte ich das auch. Ich weiß auch damals, als ich mich mit 14 Jahren in Berlin hab taufen lassen im See, da hat der Pastor mich gefragt und hat gesagt: Hey, Konzi, warum lässt du dich taufen? Warum magst du jetzt diesen Schritt tun? Und ich habe gesagt: Ich möchte dich taufen lassen, weil Jesus hat sich auch taufen lassen. Deswegen möchte ich mich auch taufen lassen, okay? Und das war so für mich so klar: Jesus hat es getan, ich brauche es auch. Hey, wenn es der Sohn Gottes braucht, wie viel mehr brauche ich es und wie viel mehr brauchst du es? Und ich möchte deswegen, dass wir gemeinsam die Bibel anschauen und uns verschiedene Personengruppen anschauen, die die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Verschiedene Städte in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist gefallen ist und Menschen verändert hat. Und die allererste Stadt, die wir uns anschauen wollen, und das allererste, was wir sehen, ist Jerusalem. Das ist das, wo die Jünger waren. Die Jünger waren in Jerusalem. Und Jesus hat zu ihnen gesagt: Hey, bleibt dort in Jerusalem und wartet dort, bis ich meinen Geist über euch ausgieße. Und bei all den Personengruppen, die wir uns gleich anschauen,
möchte ich, dass wir immer den biblischen Text anschauen und uns überlegen, hey, in diesem Text, wo kommt hier die Errettung vor? Wo kommt hier die Wassertaufe vor? Und wo kommt hier die Geistestaufe vor? Denn wir werden sehen, dass es ein, ja, dass das etwas ist, ein Dreiklang, diese drei Schritte, das ist etwas, was Gott tun möchte in dem Leben von jedem Menschen. Lass uns mal Apostelgeschichte 1, Vers 4 aufschlagen. Dort lesen wir, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen. Also Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Okay, die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Und die Jünger haben gewartet und gewartet und gewartet. Sie sollten nicht gleich eine Gemeinde gründen. Sie sollten nicht gleich einen Verein gründen. Sie sollten nicht gleich proaktiv werden und irgendwie versuchen, aus ihrer eigenen Kraft heraus irgendwas in Jerusalem zu bewegen. Sondern Jesus hat gesagt, ihr bleibt, wo ihr seid. Ihr betet und ihr sucht mein Angesicht. Und während sie gebetet haben und Gottes Angesicht gesucht haben, fiel der Heilige Geist auf sie mit großer Kraft. Und dann war es Petrus, der aufstand. Wahrscheinlich lag er vor der Kraft Gottes auf dem Boden. Und er stand auf, sagt die Bibel, und er fing an zu predigen. Und er fing an, etwas zu verkünden. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38. Als sie das aber hörten, okay, sie hörten das Sprachengebet, sie hörten, wie unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Sprachen Gott geehrt haben und Gott angebetet haben, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ein Vers, dann sehen wir genau das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Gott möchte Errettung, Gott möchte, dass wir uns Wasser taufen lassen und er möchte, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und genau das sehen wir hier bei der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Petrus hat zu ihnen gesagt, tut Buße. Das ist Errettung. Buße bedeutet, ich wende mich ab von meinem Leben, ich mache eine 180-Grad-Wendung und ich lebe nicht länger so, wie ich vorher gelebt habe. Und ich gereue, mir tut es leid, wie ich gelebt habe. Ein Leben ohne Jesus. Ich selber hatte mein Steuerrad in der Hand und ich gebe es ab. Und ich sage, Jesus, tut mir leid, dass ich so gelebt habe. Und jetzt lebe ich mit Jesus und ich wende mich von meinem alten Lebensstil ab. Und Petrus hat gesagt, hey, das ist so wichtig. Das ist das Allererste, was ihr tun müsst. Tut Buße. Errettung. In deiner Bibel kannst du gerne daneben schreiben, Errettung, okay? Es ist erlaubt, in die Bibel zu schreiben. Tut Buße, Errettung. Und jeder von euch lasse sich taufen. Und er sagt, das Zweite ist, hey, wenn ihr errettet seid, was dann so wichtig ist, ist, dass ihr öffentlich bekennt, dass ihr zu Jesus gehört. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von dem, was in deinem Herzen stattgefunden hat. Jesus hat mein Herz neu gemacht. Jesus hat mich verändert. Und das möchte ich bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich gehöre zu Jesus. Und Petrus hat gleich gesagt, hey Leute, that's the way to go. Hey, das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen uns taufen lassen in dem Namen Jesu. Und dann sagt er weiter, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Errettung, Wasser, Geist. Ihr tut Buße, ihr lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er redet nicht über die Gaben des Heiligen Geistes, sondern über das Geschenk, über die Gabe des Heiligen Geistes. Ihr werdet im Geist getränkt werden, im Geist getauft werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und ihr werdet in der Kraft Gottes gehen. Die Taufe im Heiligen Geist, sie ist so wichtig. Sie ist nicht dasselbe wie die Errettung. Nein, weil Gott möchte nicht nur etwas in dir tun,
Errettung bedeutet, Jesus reinigt mein Herz, Jesus macht mich neu, er bewirkt die Gerechtigkeit Gottes in mir, er reinigt mich von aller Schuld und von aller Sünde. Aber die Geistestaufe bedeutet, nicht nur der Heilige Geist tut etwas in mir, sondern der Heilige Geist möchte etwas durch mich tun. Er möchte durch mich eine Welt verändern. Er möchte durch mich wirken. Er möchte mich leiten. Deswegen ist es oft nicht die Frage als Christ, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Hey, wenn du die Errettung erlebt hast, der Heilige Geist lebt in dir, weil er bewirkt die Rettung. Er hat dich verändert. Der Heilige Geist lebt in dir. Die Frage ist manchmal nicht so sehr, hast du den Heiligen Geist, sondern die Frage ist manchmal, hat der Heilige Geist dich? Hast du dem Heiligen Geist erlaubt, dich zu gebrauchen? Hast du dem Heiligen Geist erlaubt, durch dich zu wirken und dich zu gebrauchen? Und wenn er sagt, geh dorthin, bist du bereit, auch dorthin zu gehen? Denn der Geist Gottes möchte etwas durch dich tun. Komm, und kann irgendwer dazu Amen sagen? Hey, das ist so wichtig. Gott möchte diese drei Dinge tun in deinem Leben. Nur eine zweite Personengruppe, die das erlebt hat, die lebte in Samaria. Samaria, okay? Schlag mal deine Bibel auf in Apostelgeschichte 8. Da wollen wir gemeinsam lesen, was dort steht. Apostelgeschichte 8. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Also Philippus hat gepredigt und die Bibel sagt, er hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und Menschen fingen an zu glauben. Und dann ließen sie sich taufen. Sie haben geglaubt, das ist die Errettung. Und der nächste Schritt, der ganz klar war für sie, durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch Philippus war, es ist so klar, ich lasse mich jetzt taufen. Dann haben sie sich irgendwo taufen lassen. Ey, das war Hammer. Männer und Frauen ließen sich taufen. Und dann geht's weiter. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen haben. Okay, sie haben es angenommen. Sie glaubten, sie waren errettet und Wasser getauft. Sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Petrus und Johannes kamen also den ganzen Weg aus Jerusalem bis nach Samaria. Und als sie dorthin kamen, diese kamen hin und beteten für sie. Lass mich dir sagen, als Petrus und Johannes nach Samaria kamen und sie gehört haben, dass die Samaritaner das Wort Gottes angenommen haben, also sie waren errettet, dass sie sich haben taufen lassen, haben sie ihnen nicht die Hand gegeben und gesagt, ich gratuliere, wir freuen uns darüber, dass ihr errettet seid und getauft seid. Gott segne euch von ganzem Herzen. Hier sind eure Taufurkunden. Hier sind eure Bekehrungsurkunden. Oh, wir freuen uns. Und Petrus und Johannes haben es eigenhändig unterschrieben und alle haben sich gefreut. Es ist nicht, was die Bibel sagt. Warum kommen die Apostel den ganzen Weg von Jerusalem nach Samarien? Weil etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges gefehlt hat in dem Leben der Samaritaner. Ja, sie waren errettet. Ja, sie waren glaubensgetauft. Aber sie brauchten noch die Taufe im Heiligen Geist. Schaut mal, sie kamen herab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und jetzt Vers 16, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft. Ey, nimm das mal, unterstreich mal, nur. Das ist hart. Hey, sie waren nur getauft. Nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf. Okay, stell dir mal vor, Petrus und Johannes kommen, sie legen ihnen die Hände auf. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt haben, kam der Heilige Geist mit so einer Kraft auf diese Menschen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und da habe ich noch etwas dazu geschrieben, das gehört hier eigentlich nicht, das ist nicht Bibel, das sind meine eigenen Notizen. Klarer geht es nicht, okay? Das ist damit reingekommen. Klarer geht's nicht. Klarer geht's nicht. Gott möchte dich erretten. Er möchte dich Wasser taufen, aber er möchte dich füllen mit deinem Geist. Er möchte dich füllen mit dem Heiligen Geist. Sein Geist möchte in dein Leben kommen und dich verändern und dich neu machen und wow, und etwas Powervolles in deinem Leben tun. Das dritte ist Ephesus. Also wir haben darüber gelesen, wie die Menschen in Jerusalem den Heiligen Geist erlebt haben. Wir haben darüber gelesen, wie die Menschen in Samaria den Heiligen Geist erlebt haben. Und jetzt schaut mal,
was in Ephesus passiert ist. Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus. Er traf dort einige Jünger. Okay, da waren Jünger, da waren Menschen, die haben an Jesus geglaubt. Da waren Menschen, die haben das Wort Gottes angenommen. Und Paulus stellte eine sehr wichtige Frage. Er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid? Warum sagt das Paulus nachdem? Er sagt es, weil Errettung und Geistestaufe nicht dasselbe ist. Es sind zwei voneinander zu unterscheidende Ereignisse und Dinge, die Gott in dem Leben eines Gläubigen tun möchte. Das eine ist das, was der Heilige Geist in dir tut. Das andere ist das, was der Heilige Geist durch dich tun möchte. Sie antworteten: Nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Und vielleicht geht es dir auch so. Es ist das allererste Mal, dass du das hörst. Ich habe noch nicht mal davon gehört. Es ist so, dass der Heilige Geist mich erfüllen möchte. Ich habe noch nicht einmal davon gehört, dass Jesus mich in seinem Geist taufen möchte. Es ist deswegen gut, dass du zuschaust, weil jetzt hast du es gehört. Und das soll Glauben in dir bewirken, damit du dich nach mehr ausstreckst. Lesen wir Vers 3, und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft. Das war eine Bußtaufe. Und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Jesus Christus. Es war eine Taufe auf Christus hin und nicht von Christus her. Und als sie das hörten, haben sie gesagt: Hey, das reicht uns nicht aus. Warum sollten wir einfach nur die Taufe gehabt haben, die auf Jesus hinweist? Jesus ist ja gekommen. Er ist ja gestorben, er ist auferstanden. Hey, jetzt müssen wir uns nochmal taufen lassen. Und sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und jetzt kommt das Nächste. Und als sie sich dann haben taufen lassen, diese Jünger, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und sie weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Paulus kam dorthin, dort waren diese Jünger. Sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben sich auf den Namen Jesus hin taufen lassen. Paulus kam hin, er hat ihnen die Hände aufgelegt. Und sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fingen an, charismatisch zu dienen. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Das ist eine himmlische Sprache, die Gott jedem Christen schenken möchte. Eine Sprache, mit der wir Jesus groß machen und ihn preisen. Und sie fingen an zu weissagen. Das ist immer das, was wir sehen, wo Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Es hatte immer einen direkten Einfluss auf das Umfeld. Die Taufe im Heiligen Geist macht, jemand hat mal gesagt, die Taufe im Heiligen Geist macht dich zu einem Missionar. Sie bewirkt eine tiefe Liebe und eine Zerbrochenheit in deinem Herzen, dass du merkst: Wow, ich sehe eine verlorene Welt und ich möchte diese erreichen. Und so lesen wir das, sei es in Samarien, sei es in Jerusalem oder in Ephesus. Diese Männer und diese Frauen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sind rausgegangen in die Städte und sie haben ihre Welt für Jesus verändert. Und dann gibt es noch eine Personengruppe. Es gibt noch eine Personengruppe, die Jesus erfüllen möchte, die er verändern möchte. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Aber ich möchte euch gleich sagen, das sind die Franken. Das sind die Franken. Hey, Jesus möchte die Franken erfüllen. Nicht nur die Menschen damals in Jerusalem, nicht nur die Menschen in Ephesus und in Samaria, sondern auch die Franken. Oder egal von wo du zuschaust, deine Ortschaft, deine Stadt, wo immer du bist. Gott möchte die Franken erreichen mit seiner Liebe. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Alle Menschen, die in der Ferne sind. Und da kommen wir drin vor, das sind wir. Wir sind die Menschen in der Ferne. Da bin ich mit gemeint, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das sind all die Menschen, die
noch kommen werden, und zwar hinein ins Reich Gottes. Das sind wir. Und diese Verheißung, welche Verheißung? Die Verheißung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie gilt dir und sie gilt mir. Als ich darüber nachgedacht habe, Errettung, Wasser und Geist, da ist mir etwas gekommen, was wir als Kirche schon ja länger tun und auch beten, das ist dieses Stiftshüttengebet. Wenn du schon mal bei einer Gebetsveranstaltung in unserer Kirche warst oder wenn du in 21 Tagen teilgenommen hast, gibt es diese Stiftshütte im Alten Testament. Und die Stiftshütte, die war so aufgebaut, dass es ein riesiger Platz war damals, als das Volk Israel in der Wüste war. Die Stiftshütte war die Begegnungsstätte der Hohepriester, wo der Hohepriester hineingegangen ist. Er hat Sühnung getan für das Volk. Und die Gegenwart Gottes, sie war in dem Allerheiligsten. Es gab also diesen Platz. Es gab das Heiligtum und es gab das Allerheiligste. Und diese Stiftshütte, sie war mitten im Lager. Alle Zelte vom Volk Gottes, von den Israeliten, sie waren um die Stiftshütte herum gebaut. Aber es gab nur einen Weg rein. Warum? Weil es gibt nur einen Weg in die Gegenwart Gottes und das ist durch Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und der Hohepriester ging durch dieses eine Tor in den Vorhof dieser Stiftshütte. Und das allererste, was ihm dort begegnete, war ein Brandopferaltar. Und er brachte ein Opfer, ein Lamm mit oder irgendein Tier mit. Und er hat dieses Tier dort geopfert, an diesem Brandopferaltar. Und wisst ihr, diese Schlachtung dieses Tiers, es war eine sehr blutige Angelegenheit. Also war der hohe Priester, nachdem er das Tier geschlachtet hat, voll mit Blut. Und das nächste, was er tun sollte nach diesem Brandopferaltar war, er sollte zu einem riesigen Waschbecken gehen, was direkt daneben stand. Und er hat sein blutdurchtränktes Gewand ausgezogen. Und er sollte komplett untertauchen, er sollte dort drin richtig baden, sich komplett säubern und sich neue Kleider anziehen. Und dann ging es ins Heiligtum hinein. Und das, was wir im Heiligtum sehen, was er dort tun sollte, war, er sollte eine Menora anzünden. Das ist ein Kerzenständer mit 7 Armen. Die Bibel redet auch von den 7 Geistern Gottes in der Offenbarung in Jesaja 11. Und dort war dieses Öl und er hat diese Kerzen angezündet und durch dieses Öl, dieser Duft füllte das komplette Heiligtum. Und anschließend ging er durch den Vorhang hinein ins Allerheiligste und er tat Fürbitte fürs ganze Volk. Und ich denke mir so, hey, was wir am Anfang sehen, direkt in der Bibel, den Weg, den der Hohepriester gegangen ist, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, war, er musste zuerst zum Brandopferaltar. Und dieser Brandopferaltar, es ist ein Bild für die Errettung. Ich werde errettet durch das Blut Jesu. Ich werde errettet durch das Lamm Gottes, welches hinfortnimmt die Sünde dieser Welt. Jesus wäscht mich rein von jeder Schuld und von jeder Sünde. Und das Zweite ist, ich brauche die Taufe. Hey, ich lege mein altes Leben ab durch die Taufe und ich komme aus dem Wasser heraus in der Neuheit des Lebens. In dem Bewusstsein, dass mir all meine Sünden abgewaschen sind, dass ich eine neue Identität habe und dass ich jetzt lebe in der Kraft Gottes. Und was ich dann nicht machen darf, ihr Lieben, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist, und das ist, was viele machen, hey, ich bin errettet, hey, ich bin Wasser getauft und jetzt gehen wir quasi um das Heiligtum herum, direkt, und wir wollen in Gottes Gegenwart. Und es ist so, als wenn Gott zu mir sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir im Heiligtum ankommen und dass wir uns füllen lassen mit der Kraft Gottes, dass wir uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist, dass wir unsere Hände zum Himmel heben und sagen, oh Jesus, bitte fülle mich mit deinem Geist. Bitte, ich will nicht aus meiner eigenen Kraft heraus leben. Ich möchte nicht, Herr, ich möchte nicht länger einfach nur ein lebloses, kraftloses Christsein leben, sondern du hast in deinem Wort verheißen, dass du uns gebrauchen möchtest. Du hast in deinem Wort verheißen, dass uns Zeichen und Wunder folgen werden. Und Jesus, ich brauche Zeichen, ich brauche Wunder, ich möchte, dass du mich gebrauchst. Bitte fülle mich mit deinem Geist. Und Jesus kommt und erfüllt uns mit seinem Geist. Und das sollst du erleben.
Jesus möchte dich füllen mit seinem Geist. Und alles, was es braucht, ist ein innerer Hunger, eine innere Bereitschaft, zu sagen, ich setze nach meiner Errettung keinen Punkt, sondern Jesus möchte mehr in meinem Leben tun. Hey, wie wär's, wenn du den Heiligen Geist einlädst, gerade dort, wo du bist, und ihn bittest, Heiliger Geist, bitte komm, bitte fülle mein Herz. Heiliger Geist, bitte komm, komm in mein Leben. Fülle mich vom Scheitel bis zur Sohle. Dass wir füreinander beten. Aber auch wenn du alleine bist, du kannst den Vater im Himmel bitten und er möchte dir seinen Geist schenken. Streck dich danach aus mit allem, was du bist und empfange den Heiligen Geist. Wir hatten mal in unserer Gemeinde, auch bei uns hier in der Ecclesia Church, als ich hier Pastor wurde, da war es nicht so, dass die Geistestaufe etwas war, was gelehrt wurde, sondern es wurde eher gesagt, hey, wenn du errettet bist, dann ist das alles, was du brauchst. Dann, das ist alles, du brauchst dich nicht nach mehr ausstrecken, denn du hast bereits alles. Und die Sache ist immer die, wir bekommen immer das, was wir glauben. Und ich selber habe es anders erlebt. Ich habe es selber anders erlebt und es gibt viele Menschen, die es anders erlebt haben. Die haben gesagt, nein, es gibt mehr. Es ist wunderbar, errettet zu sein. Es ist herrlich. Aber Gott, bitte füll mich mit deinem Geist und gebrauche mich auf dieser Erde, einen Unterschied zu machen. Und dann hatten wir eine ältere Schwester in der Gemeinde. Sie hat angefangen, ein Buch zu lesen zu Hause über eine Missionsarbeit in Albanien. Und dort, während sie das Buch liest über diese Missionare in Albanien, die so erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und einen Unterschied gemacht haben in Albanien, hat sie gemerkt, wie der Heilige Geist ihr Zimmer erfüllt hat. Sie hat gemerkt, sie ist eine alte Schwester gewesen und sie hat gemerkt, wie der Heilige Geist sie erfüllt hat. Und als ich in den Gottesdienst kam, hat sie zu mir gesagt, hey Pastor Konsti, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich, die Woche habe ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ich war in meinem Zimmer, ich habe dieses Buch gelesen und es war so, als hätte Gott mich besucht. Es wär so, als wäre ein himmlischer Strom vom Scheitel bis zur Sohle durch mich durchgefahren und der Geist Gottes hat mich erfüllt. Und auf einmal kam eine unglaubliche Freude in mein Leben, eine unglaubliche Liebe in mein Leben. Und ich glaube, das, was diese Schwester erlebt hat, du sollst es auch erleben. Auch du sollst es erleben, wie Gottes Kraft in dein Leben kommt, wie seine Freude und seine Liebe in dein Leben kommt. Du sollst es erleben, wie du in neuen Sprachen sprichst, wie du anfängst, prophetisch zu dienen, wie Gott dir Träume schenkt. All das möchte Gott in dir tun. Hey Church, lass uns nach mehr ausstrecken. Gott hat mehr für uns bereitet. Und wenn du dort sitzt und du sagst, ja, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich mit Jesus im Reinen bin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mit Gott im Reinen bin. Ich brauche zuallererst Jesus. Dann möchte ich dir sagen, das stimmt. Das Allerwichtigste ist die Errettung. Das Allerwichtigste ist, dass Jesus in unser Leben kommt und dass er uns neu macht. Und wenn du das gerade spürst, dass du das brauchst, dann lass uns doch zusammen beten. Lass uns doch gerade Jesus einladen. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen, du kannst sie auflassen. Ich würde einfach gern mit dir zusammen ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe, ein Gebet, wo wir Jesus einladen, in unser Herz zu kommen. Wenn du das gerne möchtest, bete doch einfach, sag Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte mach mich neu. Es tut mir so leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Das soll sich ab heute ändern. Werde du der Herr meines Lebens. Hier bin ich. Bitte mach mich neu. Amen. 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 Hey, das ist so eine starke Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, streck dich bitte aus nach mehr. Vielleicht ist es für dich dran, dass du dich Wasser taufen lässt. Vielleicht ist es für dich dran, dass du dich Geist taufen lässt. Dass du dich ausstreckst oder dass jemand für dich betet. Aber ich glaube, wir alle können einen nächsten Schritt gehen. Ich wünsche dir dabei Gottes reichen Segen. Lass uns eine Church sein, die sich nach mehr ausstreckt. Ich wünsche dir den allerbesten Tag noch und eine richtig gute Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ey, was für eine powervolle Predigt. Wenn du dich gerade gemeldet hast, sei es mit dem Handzeichen
oder so in deinem Herzen das Gebet mitgesprochen hast, dann wollen wir als ganze Kirche dich total feiern. Ja, dafür bauen wir Kirche, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie ihn aufnehmen in ihr Leben, dass ihr Leben komplett verändert wird. Wir glauben, es ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, und heute ändert sich alles. Und gerne würden wir mit dir in Kontakt kommen. Lass mich dir drei Dinge nennen, die wichtig sind. Drei konkrete Schritte, die du gehen kannst, jetzt nachdem du dein Leben Jesus gegeben hast, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Das erste ist, bitte füll unsere Online-Kontaktkarte aus. Diese digitale Kontaktkarte, die uns die Möglichkeit gibt, dich zu kontaktieren, nachzufragen und von dir zu hören, wo du gerade stehst und wie wir dir weiterhelfen können. Das zweite ist, komm bitte in eine Online-Gruppe bei uns. Da findet das Gemeindeleben statt, die Beziehung statt. Ja, da tauschen wir uns aus, da beten wir zusammen, da helfen wir uns, im Glauben Schritte zu gehen und Jüngerschaft ganz praktisch zu leben. Das ist so wichtig. Wir haben etliche Angebote auf unserer Website. Such dir einfach eine Gruppe aus. Und das dritte ist, komm zu Next Steps Online. Heute um 13 Uhr und 18 Uhr. Und finde raus, was deine Gaben und Talente sind, was Gott dir gegeben hat und wie du sie einbringen kannst, um einen Unterschied zu machen. Bei uns in der Kirche oder in deinem Umfeld. Wir freuen uns, dich zu sehen, und dann darfst du gerne uns followen. Ja? Abonniere unsere Kanäle auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook bleib einfach auf dem Laufenden, was so abgeht. Auch die nächsten Wochen wird sich einiges verändern und Informationen kommen. Sei einfach up to date. Wir haben den ersten Mittwoch nächste Woche mit dem Momentum College. Das wird richtig gut, da freue ich mich sehr drauf. Dann sehen wir uns wieder zu Pray First offline, endlich. Ja, wir haben jetzt seit wenigen Wochen wieder Pray First, unser Frühgebet, Freitag von 6 bis 7 Uhr. Und natürlich mit Maske, aber nichtsdestotrotz ist eine super Zeit, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir vor allem echt beten und einen offenen Himmel erleben. Gott ist da, hab eine richtig gute Woche. Schön war's mit dir.